Fitness mit Marc, Folge 448. Herzlich willkommen zu Fitness mit Marc, wo sich alles darum dreht, dass du nackt gut aussiehst. Und hier ist dein Gastgeber. Er fährt das alte Herrenfahrrad seines Großvaters aus den 1950ern, ohne Gangschaltung, dafür aber mit extra großem Gepäckträger. Marc Maslow. Moin moin, ich bin Marc Maslow, dein Dranbleiben Fitnesscoach von marathonfitness.de und ich helfe dir dabei, deine Fitnessziele so zu erreichen, dass du dir damit gut tust und ein Leben lang an ihnen dranbleiben kannst. Und genau der letzte Teil, das ein Leben lange Dranbleiben, das bespreche ich mit meinem heutigen Gast. Und der kennt sich damit aus, denn er ist schon 59 Jahre alt. Seit dem Alter von 14 Jahren ist er aktiver Natural Bodybuilder, hat Ernährungswissenschaften studiert, viele Bestseller geschrieben, die wahrscheinlich der eine oder die andere von uns auch schon kennen und vielleicht auch bei sich zu Hause stehen haben. Stichwort die Kraftküche, kennen viele von uns. Und auch andere Bücher zum Thema Muskelaufbau, Bodybuilding. Er ist der Gründer und Präsident des GmbF, hat sich dem dopingfreien Bodybuilding verschrieben. Und er ist auch Experte zum Thema Kraftsport und auch Bodybuilding für Best Ager. Denn er ist selbst so einer, ist sein Leben lang dabei, lebt den Fitness-Lifestyle seit seiner Jugend und das auch ohne Unterbrechung. Und es gibt eine Neuigkeit, eine schöne Neuigkeit. Er hat nämlich eine Doku veröffentlicht zu seinem Leben, nennt sich Behrend, The Story of a Lifetime Natural Bodybuilder. Ja, und jetzt weißt du vielleicht schon, wer zu Gast ist. Er ist eigentlich schon Stammgast zum vierten Mal, glaube ich, hier schon bei Fitness mit Marc. Und wir reden in dieser Folge über alles, was so das Leben lange dranbleiben am Kraftsport betrifft. Wie du das Ganze unter einen Hut bekommst mit einem fordernden Job, mit Familie, mit Kindern und was eigentlich dahinter steckt, was die mentalen, die unsichtbaren Skripte sind, die dir dabei helfen, nackt gut auszusehen, an deinen Fitnesszielen dran zu bleiben und die richtige Balance auch hinzukriegen zwischen den verschiedenen Lebensbereichen. Wir reden über Training und Ernährung und wir reden über vieles, vieles mehr. Und ich hoffe, dass dich die Gedanken, um die es heute geht, wenigstens genauso inspirieren wie mich nach dem Gespräch und wünsche dir viel Spaß mit der heutigen Folge mit Behrend Breitenstein. Werbepartner dieser Folge ist AG1 von Athletic Greens. Es gibt unzählige Sportnahrungsergänzungsmittel und die meisten davon, die kannst du dir sparen. Ganz generell empfehle ich nur wenige Nahrungsergänzungsmittel. Eins davon verwende ich seit bald über 8 Jahren jeden Tag und das ist AG1 von Athletic Greens. Enthält 75 Vitamine, Mineralstoffe, sekundäre Pflanzenstoffe und andere gesunde Substanzen wie Präbiotika und Adaptogene, die aus einer Vielzahl natürlicher Bio-Gemüse- und Obstsorten kommen. AG1 ist ein Naturprodukt und das unterscheidet es eben auch von synthetischen Präparaten. Da sind auch die vielen Sekundärstoffe enthalten, die du eben nur in echtem Gemüse und Obst findest. Die Gesamtkomposition, die bekommt so kein anderer Hersteller hin, vor allen Dingen nicht in dieser Qualität und Schadstofffreiheit. Für mich ist AG1 sowas wie eine Alles-in-Einem-Gesundheitsversicherung. Für Fitness mit Marc-Hörer gibt es ein spezielles Angebot. Als Neukunde bekommst du zu deiner ersten Lieferung kostenlos 5 Travel Packs für unterwegs, ein Jahresvorrat an Vitamin D mit K2 drin, plus ein Willkommenspaket mit einer schicken Edelstahldose und einem Shaker. Geh dazu auf fmmag.de, fmm wie Fitness mit Marc und dann ag.de. Ja, heute zu Gast bei Fitness und Marc, Behrend Breitenstein. Moin moin, Behrend. Hallo Marc. Wie bist du denn heute in den Tag gestartet? Ja, ich bin so wie immer grundsätzlich früh aufgestanden. Normalerweise ist es ja bei mir so, dass meine Kaffeemaschine automatisch programmiert ist auf 3.45 Uhr. Dann läuft der Kaffee automatisch durch. Ich gehe in mein Arbeitszimmer. Ich arbeite ja von zu Hause aus. Um 4 Uhr bin ich am Schreibtisch
und genieße dann den ersten starken, frisch aufgebrühten Kaffee. Und dann geht's los mit dem ersten Arbeitsblock an meinem PC. In erster Linie ist das dann E-Mail-Korrespondenz und oder auch die Arbeit an weiteren Projekten. Und nach ungefähr 90 bis 120 Minuten Arbeitsblock folgt dann Training. Entweder fahre ich ins Gym oder ich mache einen lockeren Morgenlauf. Heute Morgen, wo du gefragt hast, wie es heute Morgen war, da bin ich dann nach meinem ersten Arbeitsblock erstmal schön eine Stunde locker über hier die Feldwege getrabt und habe meinen Körper und Geist mit Sauerstoff geflutet. Ja, und dann heiß-kalt geduscht, ein leichtes Frühstück und dann wieder an den Schreibtisch. Das heißt, du bist auch noch laufen gewesen? Ja, definitiv. Also ich bin vor unserer Aufzeichnung in aller Frühe, habe ich meine paar Kilometer, habe ich genossen, die zu laufen, weil ich genieße das Laufen tatsächlich. Ich nehme es eher als Meditation. Ich habe da gar keinen Ehrgeiz, schnell zu laufen, sondern sehe das als aktive Entspannung auch für meine Trainingseinheiten im Gym, wo ich ja noch Vollgas geben kann und auch möchte. Und an den trainingsfreien Tagen, wo ich nicht im Gym bin, nutze ich halt das Laufen, um mich aktiv zu erholen. Ja, man sieht dir das auch an. Also wenn ich richtig gerechnet habe, 58 oder 59, wie alt bist du jetzt? 59. 59. Mhm. Und du bist ja noch sowas von gut in Form. Du hast ja auch ein paar YouTube-Videos gemacht mit sehr viel jüngeren Bodybuildern. Und da denke ich so, ja, mit dem Alter, da möchte ich auch gern noch so gut in Form sein, wollte ich gerade sagen. Ich bin ja jetzt selbst kein Bodybuilder, habe also ein bisschen weniger Muskelmasse als du. Aber das ist total motivierend zu sehen, wie du deine Form hältst. Vielen Dank für die Blumen, Marc. In der Tat ist es so, dass ich speziell für die Videoproduktion meines YouTube-Channels Lifetime Natural Bodybuilder eine gute Form präsentieren möchte. Die ist auch schon ganz gut, aber ich habe mich immer noch gesträubt, mit Tanktop zu trainieren, weil ich habe halt doch sehr hohe Ansprüche an mich selbst. Es fehlen noch so circa 2-3 Kilo weniger an Fett. Also die müssen noch runter und dann kann ich mich auch mal für meine Ansprüche gut zeigen. Ich meine, letzten Endes kratzt das kein Menschen da draußen, ob ich jetzt ein bisschen mehr Masse und ein bisschen mehr Definition habe. Aber so, weißt du, für meinen Anspruch über all die Jahrzehnte, viele Menschen kennen mich ja noch als Athlet und so weiter, da ist es halt wichtig, dass ich die Form auch zeige, die ich mir dann vorstelle. Und ich bin ja auch echt happy, dass ich noch so trainieren kann, wie ich trainiere. Ja, kann ich gut nachvollziehen. Ich habe gerade mal geguckt, wir haben das letzte Mal einen Podcast zusammen gemacht vor 3 Jahren. Zeit rennt, ich dachte, es wäre weniger lange her. Was ist seitdem passiert? Oh, recht viel im Leben. Also grundsätzlich ist ja meine Hauptaktivität nach wie vor die GNBF, die German Natural Bodybuilding and Fitness Federation, stabil zu halten, weiter zum Wachstum zu bringen. Das ist in den letzten 3 Jahren gelungen. Wir haben ja jetzt die Europameisterschaft auch in Germersheim in Kürze. Dann ist eine Dokumentation produziert worden und jetzt auch kürzlich veröffentlicht worden über mein Leben auf YouTube, GNBF TV, meine Live-Story geht fast eine Stunde. Da warst du ja auch Sprecher für diese Doku und da möchte ich mich nochmal ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, dass du das so toll gemacht hast. Ja, ich habe mich in der Zwischenzeit verlobt, ich habe ein Haus bauen lassen und wir haben eine kleine Tochter bekommen. Also ich meine, das ist schon einiges passiert in den letzten 3 Jahren. Das kann man wohl sagen. Wenn du dich festlegen müsstest, was war dein absolutes Highlight? Ja, definitiv die Geburt von Lotte am 2.8.2022. Unsere kleine Tochter. Wunderbar. Also ich hätte nicht gedacht, dass solche Emotionen in mir schlummern. Aber die wurden halt durch dieses Baby, durch dieses unglaublich wunderbare Kind zum Leben erweckt. Und das ist ein so unsagbar großes Glück, was ich mir nie hätte vorstellen können, dass es sich so in meinem Innersten auch äußert. Ja, herzlichen Glückwunsch auch zu deiner kleinen Tochter und zur Verlobung. Und über die vielen anderen spannenden Themen möchte ich mit dir gleich auch nochmal reden. Gerne. Vorher interessiert mich aber, was hat sich für dich geändert, seitdem du ja Vater einer kleinen Tochter bist? Ja, ich sag mal so, auf jeden Fall, das Zeitmanagement ist schon eine Herausforderung, weil ich mich ja auch aktiv um die Kleine kümmere. Das alles unter einen Hut zu bekommen, was ich mir so vorstelle, das erfordert allerdings auch Kompromisse im beruflichen Bereich, das heißt Prioritäten setzen. Auch so diese Wahrnehmung des Lebens, dass eben alles
endlich ist und trotzdem wieder im Neuanfang ist. Weißt du, das ist mir durch Lotte nochmal ganz bewusst geworden. Also meine Mutter ist jetzt 82 Jahre alt und Lotte ist jetzt ein Jahr alt und ich bin jetzt 59 Jahre alt. Und dieser Wechsel der Generationen, dieser ständige Fluss des Lebens, das wird mir eben durch Lotte auch nochmal sehr bewusst. Wenn du Zeitmanagement ansprichst, wie organisierst du dich da? Jetzt aktuell, meine Lebensgefährtin und ich, es ist ein Agreement getroffen, dass meine Zeit, wo ich halt alles erledigen muss, sei es jetzt Arbeit, Sport, Erholung, von morgens um 4 bis mittags um 1 ist. Und ab 13 Uhr, so bis 18, 19 Uhr übernehme ich dann die Kleine. Und ja, das ist schon ein straffes Pensum. Und ich kann halt am Nachmittag dann nicht mehr arbeiten, was ich ja früher gemacht habe. Und dann muss ich eben auch für mich sagen, okay, das ist so, wie es ist. Jetzt ist Lottezeit und der nächste Morgen kommt bestimmt. Ihr seid also ein gutes Team und die Absprache scheint da Schlüssel zu sein. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir haben ja auch keinerlei Unterstützung von Oma oder Opa, die wohnen ja alle weiter weg. Das heißt, wir beide ziehen die Kleine wirklich alleine groß und wir wollten sie auch noch nicht mit einem Jahr in die Kita geben. Wir müssen mal schauen, wie es sich jetzt entwickelt, aber der ursprüngliche Plan ist eigentlich dann, Lotte in den Kindergarten zu geben, wenn sie entsprechend soweit ist. Hat sich bei dir hinsichtlich Training und Ernährung was dadurch geändert? Tatsächlich kaum, weil ich kann ja meinem Rhythmus grundsätzlich treu bleiben. Ich bin ja ein Mensch, der immer in den frühen Morgenstunden trainiert. Daran hat sich nichts geändert. Und ich achte auch schon darauf, dass meine Ernährung noch möglichst sauber ist und meiner Psyche und meinem Körper gut tut. Wenn du in die Zukunft schaust, gibt es bestimmte Werte, die dir wichtig sind, die du deiner Tochter mit auf die Reise geben möchtest? Ja, auf jeden Fall. Vermittlung von Freude am Leben ist ganz wichtig. Selbstbewusstsein, Respekt vor sich selbst zu haben, aber auch natürlich auch vor anderen, vor den Mitmenschen und auch eine gewisse Disziplin. Das heißt, an Ziele setzen und diese dann auch entsprechend versuchen umzusetzen. Von den genannten Werten, welches wäre dir davon am wichtigsten? Grundsätzlich Freude am Leben. Das ist eigentlich das Entscheidende für mich. Gibt es sonst noch Dinge, die du vielleicht ergänzen würdest, die dir dabei helfen, deiner Rolle als Vater gerecht zu werden und eben auch die anderen Dinge im Leben, die dir wichtig sind, noch hinzukriegen? Ja, auf jeden Fall. Also ich sag so zum Beispiel, wenn man aufs Training geht oder auf die Ernährung geht und das wiederum in der Verbindung mit der Vaterrolle sieht, dann ist es ja so, dass ich weiterhin trainiere und mich weiterhin gesund ernähre. Und warum mache ich das? Natürlich ist es zum einen, das Training macht mir unglaublich viel Spaß, das Körpergefühl während des Trainings im Gym oder auch während des Laufens. Und dann natürlich ist es auch gut, muskulös und durchtrainiert zu bleiben. Also ich habe mir immer gesagt, ich werde nie ein dicker Funktionär bei der GmbF. Ich mag das überhaupt nicht, wenn ich irgendwo auftrete und mit einem dicken Bauch und dann heißt es, dass der GmbF-Präsident, das war mal der Breitenstein, der war mal Sportler. Das ist also für mich ein Albtraum. Und das ist natürlich so, dass Training und Ernährung eben auch sehr gesundheitsfördernd ist, wenn man es entsprechend durchzieht. Und eine gute Gesundheit erlaubt mir halt wiederum, möglichst noch lange aktiv zu bleiben, sowohl beruflich als eben auch mit meiner Tochter noch möglichst viel Zeit zu erleben. Das treibt mich an und das hält mich bei meinem Natural Bodybuilding Lifestyle. Hast du gemerkt, dass sich auch dadurch, was deiner Motivation, sich gut zu ernähren, gesund zu leben, Sport zu treiben, verändert hat, dadurch, dass du Vater geworden bist? Das kann ich so nicht sagen, weil ich lebe ja schon so lange den Lifestyle, dass ich ihn einfach so weiterlebe wie auch bisher. Und Lotte weiß das i-Tüpfelchen, aber da hat sich jetzt im Prinzip grundsätzlich nichts an meiner Einstellung geändert. Wovon, ja im Bereich Fitness und Gesundheit, worum es hier geht, kann man nicht genug haben? Wenn du dir diese Frage stellst, was kommt dir als erstes in den Sinn? Erstmal Motivation, dann Fachwissen und eigene Erfahrung. All diese drei Gebiete. Also Motivation, das Erlernte in der Theorie und auch durch eigene Erfahrungen umzusetzen. Dann die entsprechenden Schlüsse daraus zu ziehen. Was tut mir gut als einzelne Person für meinen Körpertyp? Welche Ernährungsform, welche Trainingsform tut mir eigentlich gut? Was passt zu mir? Und das kannst du halt nur durch Trial and Error, also Versuch und Irrtum herausfinden. Ich selber ja auch alles durch. Und wenn man das dann rausgefunden hat, wenn man das Instinktivprinzip im Training und in der Ernährung beherrscht, dann genügend Motivation zu haben, das auch tatsächlich in die Praxis umzusetzen. Wenn du von heute ein Jahr zurückschaust, gibt es etwas, womit du am liebsten damals schon angefangen hättest? Ja,
Ja, in der Tat. Und zwar wären das schon die Produktion und die Veröffentlichung von den YouTube-Beiträgen auf meinem neuen Channel, Lifetime Natural Bodybuilder. Weil meine Mission ist ja seit der Jugend und dann aber auch, als ich Autor wurde vor 26 Jahren, Buchautor, ist ja meine Mission, möglichst viel über diese Art zu leben, das Natural Bodybuilding, gesundes, dopingfreies Muskelaufbau zu vermitteln und weiterzugeben. Also da muss ich auch heute, möchte ich auch mit der Zeit gehen, weil jetzt macht es überhaupt keinen Sinn für mich, noch ein weiteres Buch zu schreiben, sondern heute ist eben Social Media das Medium, wenn es darum geht, Erfahrungen und Wissen zu teilen. Und ich kümmere mich jetzt, was meinen Channel angeht, Lifetime Natural Bodybuilder, auch überhaupt nicht um irgendwelche Algorithmen oder um irgendwelche reißerischen Headlines. Dieser Channel ist mein Hobby. Ich freue mich natürlich, wenn es möglichst viele Menschen interessiert und die den Channel abonnieren und auch meine Beiträge kommentieren. Es ist praktisch für mich so eine Fortsetzung der Vermittlung meines Wissens, meiner Erfahrungen aus dem Natural Bodybuilding auf eine andere Art und Weise, als es früher die Bücher waren. Jetzt ist halt Social Media. Und gut, ich fange jetzt an, aber ich hätte mir auch vorstellen können, schon vor einem Jahr damit anzufangen. Das ist ein guter Punkt, den du nennst. Ich bin ja selbst auf YouTube bisher nicht aktiv und sehe da auch noch eine Lücke. Also ich bin da bei dir. Das ist natürlich ein toller Kanal, gerade für unseren Bereich Gesundheit und Fitness. Den Kanal verlinken wir auf jeden Fall in den Shownotes. Da sind auch einige sehenswerte Videos drauf, unter anderem die Doku über dein bisheriges Leben, nennt sich Bären, The Story of a Lifetime Natural Bodybuilder. Extrem sehenswert, sehr gut, finde ich auch geschnitten. Hat mich ein bisschen dran erinnert, es gibt auch auf Netflix eine Doku über Arnold Schwarzenegger. Dreiteilig fand ich auch sehr sehenswert. Ich weiß nicht, ob du die schon gesehen hast. Noch nicht, aber schaue ich mir an. Danke für den Vergleich. Da würde mich nochmal interessieren, wie bist du denn dazu gekommen, so eine Doku zu produzieren? Also ich habe mir halt überlegt, jetzt mit 59 Jahren, ich bin ja seitdem ich 13 bin schon im Natural Bodybuilding aktiv, da fing ja alles an. Und ich habe überlegt, was machst du? Schreibst du ein Buch, Biografie? Ich hatte ja damals eins angefangen, das war auch schon 20 Jahre her. Und dann habe ich überlegt, Mensch, geh mal all dein Archivmaterial durch, was du so hast. Ich habe ja wahnsinnig viel aufbewahrt und denke ich, Mensch, warum bringst du das nicht mal als Film? Also wo du wirklich angefangen hast, wo Training, wo wirklich Posing-Fotos von mir dabei sind, wo ich 13, 14 bin auf dem Balkon, wo ich eine Most Muscular mache, bis hin über, habe ich im Internet gefunden, dann Auftritt bei Mr. Hamburg Junior in den 80er Jahren, Amerika, dann also alles, was ich gemacht habe. Ich hatte wirklich viel Archivmaterial dann zusammengestellt. Und dann kam ja der Kontakt über dich zu dem Filmproduzenten, zu dem Jonas. Und dann haben wir uns getroffen und ich habe ihm das Projekt vorgestellt. Er sagte, Mensch, das finde ich super interessant. Und dann haben wir da fast 2 Jahre lang dran gearbeitet, immer wieder dran rumgefeilt. Und dann ist halt diese Doku entstanden. Und das ist so etwas wie mein Lebenswerk in digitaler Form, also als visuelles Medium auf YouTube. Das habe ich auch gemacht. Und da sage ich auch ganz ehrlich, das war für mich dann auch nochmal eine große Motivation, dass meine Tochter irgendwann mal sieht, was ihr Papa so eigentlich gemacht hat und das in der Zusammenfassung. Und ja, das ist eigentlich aktuell wirklich der Stand der Dinge. Ich weiß ja nicht, ich habe ja schon meine Ideen, wo es noch zukünftig hingehen soll. Aber so bin ich schon mal happy und glücklich darüber, dass dieses Projekt auch realisiert worden ist. Man sieht auch, wie viele Menschen du in den letzten Jahrzehnten beeinflusst hast. Ich habe mir gestern nochmal Kommentare durchgelesen. Klar, gibt es auf YouTube auch immer die klassischen Trolle da, aber das waren tatsächlich sehr wenige. Und viele haben sich halt nochmal bedankt und gesagt, hey, ich habe damals in den, war das 90er, deine Bücher gelesen, die haben mich bis heute begleitet, die Dinge. Und da sieht man ja schon auch, wie viele Menschen du beeinflusst hast, auch positiv, sich besser zu ernähren, was für ihren Körper zu tun. Was mich nochmal interessiert ist, hast du ein spezielles Highlight aus dieser Doku, wenn du eine Sache rausnehmen könntest? Ja, das sind die 2, 3 Filmsequenzen, wo ich 1998 auf der Bühne stand beim Pro Mr. International in New York City. Das Wahrwerden eines Jugendtraumes. Ich wollte ja immer, damals schon beim Abitur wurden wir ja gefragt, was sind so deine Lebensziele? Und ich habe angegeben, ich will Mr. Olympia werden. Da habe ich mich natürlich ganz schnell von verabschiedet dann, aus bekannten Gründen. Aber dass ich dann
tatsächlich 98 bei den Profis in Amerika auf der Bühne stehen konnte und das in einer guten Form, das ist für mich so das Highlight der Doku. Aber natürlich gibt es ganz, ganz viele weitere Meilensteine darin. Gibt es eine Sache, die vielleicht nicht in der Doku ist, die dir wichtig ist? Ja, in der Tat. Ich habe es versucht, wirklich alles versucht, um die Rechte zu bekommen. Das ist ja auch immer nicht so ganz einfach. Du musst ja auch mal anfragen. Aber ich hätte gerne noch so 1, 2, 3 mehr Ausschnitte aus dem Fernsehen gebracht. War ja zum Beispiel auch vielfacher Gast beim Sat.1 Frühstücksfernsehen, Armin Rossmeier, die Kraftküche und so. Mir ist es aber nicht gelungen, die Rechte zu bekommen. Und dann habe ich gedacht, okay, dann verzichtest du halt darauf. Das wäre nochmal so ein schönes i-Tüpfelchen gewesen, eben auch medial. Aber wie gesagt, auch mein damaliger Auftritt damals bei Ulrich Meier, Einspruch, der ist ja zu sehen tatsächlich, war eine Live-Sendung im Studio. Und das Thema war, glaube ich, sind Bodybuilder dumm oder irgendwie sowas? Und ich wurde halt eingeladen als Studiogast. Da habe ich noch gar kein Buch veröffentlicht gehabt. Das muss 1994 gewesen sein. Ja, denke mal, so in Anfang der 90er. Und da wurde ich halt live interviewt. Und das ist auch zu sehen tatsächlich in der Doku, weil da ist die rechte Frage dann eine andere gewesen als jetzt beim Frühstücksfernsehen bei Sat.1. Die Doku ist kostenlos, kann man auf YouTube ansehen und auch die verlinke ich in den Shownotes. Absolute Empfehlung. Ich möchte nochmal auf den Begriff Lifetime Natural Bodybuilder eingehen. Das ist ja nicht nur der Titel der Doku, sondern auch deines Kanals. Wo liegt der Unterschied zum Natural Bodybuilder? Also Lifetime bezeichnet halt wirklich, dass der Athlet oder die Athletin noch nie zu irgendwelchen verbotenen Substanzen gegriffen hat und das auch nicht beabsichtigt zu tun und das bis ans Lebensende. Das heißt also, der Lifetime Natural Bodybuilder lebt das von ganzem Herzen, sowohl früher als auch jetzt, bis dann der Sargnagel fällt. Also das ist eigentlich, ja, Lifetime, lebenslang Natural Bodybuilder. Natural Bodybuilder kannst du natürlich auch sein, wenn du früher mal Dopingmittel genommen hast. Du hast vielleicht gesagt, ich habe früher zu Doping gegriffen, habe durch negative Erfahrungen, sei es körperlichen oder psychische Nebenwirkungen, festgestellt, das ist alles Mist und setze den Stoff ab und bin jetzt Natural Bodybuilder. Weißt du, was ich meine? Also das ist jetzt nicht zeitlich begrenzt. Und ja, da gibt's ja auch genug Menschen, die sagen, für mich kommt sowieso so etwas nie in Frage, ich nehme so etwas nicht, aber die hören dann auch wieder auf oder so. Also wenn man Lifetime Natural Bodybuilder ist, dann ist das ein Commitment. Gibt's ein Buch, das du gerne nochmal zum ersten Mal lesen würdest, wenn du könntest? Ja, in der Tat. Und das ist von Professor Kotter mit C. Der Mensch ist so jung wie seine Gelenke. Ich weiß gar nicht, ob es das Buch heute noch gibt. Aber das Buch habe ich damals von meinen Eltern geschenkt bekommen, als ich 15 war. Und das hat mich sozusagen gerettet. Also das heißt, dieses Buch war so extrem gut, was den Regenerationsfaktor, die Wichtigkeit der Regeneration nach harten Trainingseinheiten auch für die Gelenkgesundheit angeht. Das habe ich mir immer zu Herzen genommen. Und dieses Buch war so ein Meilenstein, warum ich halt über 45 Jahre diesen Sport jetzt so hart und intensiv betreiben konnte und immer noch kann, wie ich es heute noch tue. Also das Buch ist wirklich toll. Gibt es da vielleicht 1, 2 Punkte, die du rausgreifen kannst, die dir dabei geholfen haben, deine Gelenke, Bewegungsapparat jung zu halten? Ja, also ich habe immer darauf geachtet, dass ich nach dem Training genügend Regeneration hatte. Dann, dass ich immer sehr, ich habe auch mal abgefälscht, aber eher weniger. Also ich habe immer schon darauf geachtet, dass ich mit sehr korrekter und sauberer Übungstechnik arbeite. Ich gehe gerne in schwere Bereiche. Ich gehe gerne auch mal auf 3 Wiederholungen runter oder auf 6 Wiederholungen. Aber wenn du das mit sauberer Technik machst und den Muskel optimal ansteuern kannst vom Kopf her, dann ist das sogar gelenkkräftigend. Du musst halt nur darauf achten, dass du nach der Belastung genügend Regeneration hast. Und was ich immer vermieden habe, sind so Risikosportarten, wo ich nicht geübt drin bin. Also als Beispiel, wenn du mich auf die Skipiste stellst und ich soll dann klein, auch wenn es nur ein kleiner Abhang ist, den soll ich runterfahren, da ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass ich stürze und mir irgendwas verletze. Also dem bin ich immer aus dem Weg gegangen. Also alles, was für mich unbekannt war und mit Risiken verbunden, als Sportart habe ich vermieden, auch CrossFit und solche Geschichten, ist alles nicht meins. Ich
ich stehe einfach auf diese kontrollierten Übungsabläufe im Gewichtstraining mit freien Gewichten, mit Maschinen, am Seilzug. Selbst beim Laufen ist es ja so, dass du für dich optimal deinen persönlichen Laufstil herausfinden musst. Und wenn du das dann hast, dann spricht man hier ja von Finesse. Das heißt, eine gewisse Ästhetik in der Bewegung. Und das siehst du bei fortgeschrittenen Athleten im Gym zum Beispiel, kannst du es daran erkennen, dass wenn die mit freien Gewichten trainieren, nehmen wir mal die Bewegung Schrägbankdrücken mit der Langhantel, das sieht dann so aus, als wenn die Bewegung von einer imaginären Maschine geführt wird. Da wird nichts gerissen, nichts geschwungen, nicht abgefedert. Das geht alles wie am Schnürchen und extrem sauber und zielgerichtet auf die Muskulatur. Ich glaube, da haben die meisten von uns jetzt auch ein schönes Bild im Kopf, dass sie vielleicht mit ins nächste Training nehmen können. Zumindest als Anregung, die ich für mich mitnehme, wenn ich das nächste Mal eine Übung mache, egal was, ob es das Kreuzheben ist, das steht zum Beispiel bei mir morgen an, dass ich mir wirklich nochmal vorstelle, eine imaginäre Maschine bewegt das Gewicht. Wie würde es dann aussehen? Und das versuche ich dann zu replizieren. Du hattest angesprochen auch das Thema Regeneration. Wie stellst du da sicher, dass du genug regenerierst? Gibt es da bestimmte Dinge, auf die du achtest? Ja, also erst einmal muss ich dazu sagen, dass mit fortschreitendem Alter ich schon auch merke, dass die Regenerationsfähigkeit von Körper und aber auch vom Geist, vom zentralen Nervensystem abnimmt. Also während ich früher in der Jugend, damals mit 28, ist ja auch in der Doku beschrieben, meine erste harte Trainingsphase, da habe ich 6 Tage die Woche trainiert. 3 Tage Training, 1 Tag Pause, 3 Tage Training und das mit Vollgas. Das kann ich heute nicht mehr machen. Dann bin ich ausgebrannt. Also heute gehen wir 1-2 Tage intensives Gewichtstraining hintereinander. Dann Regeneration, zum Beispiel durch lockere Morgenläufe. Und dann wieder Training im Gym. Und einfach auch, wenn ich mal Zeit finde, das ist natürlich jetzt auch durch Lotte ein bisschen verschoben alles, aber dann lege ich mich, weil Lotte wird ja, ist ja ganz klar, guckt kein Fernsehen. Also gibt ja beim Kinderarzt diesen schönen Satz, Bildschirm frei bis 3. Das halten wir auch ein. Aber wenn dann natürlich noch ein bisschen Zeit ist, nachdem ich Lotte dann wieder meine Lebensgefährtin übergeben habe, dann genieße ich das einfach auch mal aus dem Nähkästchen geplaudert. Ich liege auf dem Boden im Wohnzimmer, habe meine Knie gestützt unter ein Kissen, die Arme zur Seite gestreckt, liege auf dem Rücken und dann Kopf im Kissen und guck einfach mal Fernsehen. Einfach mal relaxen, ruhig atmen. Und das sind so diese Mischung aus passiver Erholung und aktiver Erholung, die macht's. Und natürlich auch, die Ernährung ist auch wichtig, dass du genügend Nährstoffe zuführst, sowohl nach dem Training direkt eben als aber auch an den trainingsfreien Tagen, dass du deinen Körper und aber auch deine Psyche, weil die Ernährung ist ja auch wichtig für die Psyche, sehr wichtig, immer gut versorgst mit Vital und mit Nährstoffen. Und das sind so die letzten Endes die Erholungstipps, die ich geben kann. Was natürlich auch noch wichtig ist, vom Mindset eine gewisse Gelassenheit bewahren. Das ist nicht immer einfach. Wir haben ja alle im Leben unsere Herausforderungen. Wir müssen uns mit Menschen auseinandersetzen, mit Situationen. Aber wenn du gelassen bleibst oder versuchst, das zu bleiben, dann stresst du dich auch weniger. Und da kommt wieder Natural Bodybuilding ins Spiel, diese Rückbesinnung auf die Kernpunkte, auf die Erfolgsfaktoren im Natural Bodybuilding, wie richtiges Training, bedarfsangepasste Ernährung, Mindset, Erholung. Da schließt sich der Kreis. Und das Erholung ist ein Teil, aber natürlich ein ganz entscheidender, dass du auch dann möglichst lange gesund und fit bleibst an Körper und Geist. Berend, wenn ich mich mit dir unterhalte, dann nehme ich dich immer als jemanden wahr, der sehr im Moment ist. Du machst nicht 2 Dinge parallel, sondern wenn du etwas tust, dann tust du das auch. Ich gehe davon aus, wir waren vor Jahren mal im Gym, das war damals auf Mallorca, bei der Wetten, das Produktion. Ach ja, ja, genau, genau. Und auch da habe ich dich so beobachtet, du trainierst halt und machst nichts nebenher. Du bist dann quasi gedanklich auch präsent. Was, glaube ich, auch immer mehr zu einer Besonderheit wird in unserer jetzigen Zeit, wo eigentlich vieles auf Effizienz getrimmt ist. Es gibt auch viele Möglichkeiten, sich abzulenken. Ständig kommt eine Benachrichtigung übers Handy oder man kann nebenbei Podcasts hören, man kann nebenbei Musik hören beim Training. Gut, das konnte man vielleicht früher mit dem Walkman auch, aber es ist alles so viel leichter geworden heute, sich
nebenher mit anderen Dingen zu berieseln. Und meine These ist, wer Krafttraining macht und mit seiner Aufmerksamkeit woanders ist, trainiert nicht so effektiv. Stimmt meine Wahrnehmung? Machst du das ganz bewusst so, dass du sagst, ich fokussiere mich wirklich aufs Training? Und wie sind deine Erfahrungen damit? Wie bewertest du das? Also ich habe in meinem Leben ja auch viele, viele berufliche Baustellen. Also allein die Führung der GmbF ist sehr komplex und herausfordernd mit all den Arbeitsbereichen, Personal, was dazu gehört. Dann habe ich ja daneben meine Vision, wie ich das Natural Bodybuilding weiter nach vorne bringen möchte, wie zum Beispiel mein Lifetime-Channel und dafür dann die Produktion der Beiträge, die Planung der Beiträge. Und natürlich habe ich auch viele Dinge, die ich parallel bearbeiten könnte. Aber die Kunst ist tatsächlich, wie du sagst, im Moment zu sein. Und das gilt besonders fürs Training. Also deswegen schätze ich persönlich auch so die frühen Morgenstunden zum Training, eben weil ich noch keine Altlasten mit mir rumzuschleppen habe vom Tag. Klar, ich arbeite vorher. Das habe ich früher auch nicht gemacht. Da bin ich gleich ins Gym. Aber um mein Pensum jetzt zu schaffen, schiebe ich halt vorher noch einen Arbeitsblock rein. Aber wenn ich dann im Gym bin, dann bin ich auch ganz im Muskelgefühl drin. Dann versuche ich die Verbindung von Muskel und Geist zu optimieren, den Muskel perfekt anzusteuern, die Atmung wahrzunehmen, die Ruhe zu genießen. Ich trainiere ja vorzugsweise in einem Gym morgens und da ist kaum einer. Ich kann dann das Radio auslassen, ich kann die Tür aufmachen, das ist ebenerdig, kann mal auf die Terrasse austreten, die frische Luft. Also diese Achtsamkeit, dieses Bewusstsein, das ist für mich extrem wichtig. Und klar, es gibt auch Gyms, habe ich auch schon alles erlebt, die sind poppe voll bis unter die Hutkante. Und dann hatte ich ein Erlebnis, da haben wir zwei Kollegen neben mir trainiert. Ich weiß noch genau, Bizeps Curl, der eine macht seinen Curl und der andere sagt zu ihm, während er die Curls macht, hast du schon die neuen Fußballergebnisse und so. Das ist natürlich alles schlecht. Schlecht, einfach nur schlecht und auch falsch verstandenes Training. Training ist Training. Training ist eine Reise ins innere Ich, ist eine Erkenntnis. Und wenn du immer nur an der Oberfläche kratzt und das, wie die Amerikaner sagen, just going through the motions, ist es aus meiner Sicht fast, aber auch nur fast vertane Zeit. Natürlich trainieren die Leute auch, aber ganz davon abgesehen, dass sie sich um die bestmöglichen körperlichen Ergebnisse bringen, bringen sie sich eben auch um die Selbsterkenntnis, die es nach sich zieht, in die Schmerzzone reinzugehen und richtig tief in dieser Zone zu verweilen, bis es nicht mehr geht. Und das kriegst du halt nur dann hin, wenn du wirklich konzentriert bist im Training und wirklich diese Einheit von Körper und Geist hast. Und deswegen musst du dich eben auf das Training dann auch konzentrieren. Jetzt äußern einige auch als Argument, gut, ist ja auch repetitiv, ne? Ich mache immer die gleiche Bewegung beim Krafttraining. Das ist mir ja zu langweilig. Was entgegnest du solchen Menschen, die sagen, ja, also ich muss mich da ablenken, ansonsten ist mir es zu langweilig? Naja, gut, auf der einen Seite kann ich es vielleicht in gewisser Art und Weise nachvollziehen, weil zum Beispiel andere Sportarten wären für mich wiederum langweilig. Aber ohne jetzt hier irgendwelche Sportarten zu nennen, aber den Leuten, denen das Gewichtstraining zu langweilig ist, die haben es halt noch nicht, ich sag's mal so wie es ist, auf die Reihe bekommen, ihre Muskel- und Nervverbindung so zu schulen, dass sie die körperliche und geistige Wahrnehmung während der Übungsausführung, das Dehnen in der Muskulatur, die Kontraktion der Muskulatur, das Halten am höchsten Punkt der Bewegung, die Spannung zu fühlen, das haben die halt noch nicht erlebt. Und wie gesagt, just going through the motions, wie die Amis sagen, ist halt nur die halbe Miete. Das Reinfühlen in den Körper, das ist das Entscheidende. Ich glaube, dass die meisten Menschen in unserer heutigen Zeit kein Gefühl mehr für ihren Körper haben und das erst wieder neu entdecken müssen. Und gerade Krafttraining ist eine gute Möglichkeit, auch dieses Gefühl wieder zu entdecken und sich vielleicht selbst auch mal zu fragen, was ist der Unterschied zur letzten Wiederholung? Und damit habe ich ja auch eine Abwechslung drin. Ich darf halt nur einen Blick fürs Detail bekommen. Für den Außenstehenden, wenn zum Beispiel ich 10 Sätze Schrägbankdrücken mache, an Tag X, an Tag Y, sieht es gleich aus. Aber mein Gefühl ist ein Unterschied von Tag X zu Tag Y. Das kann mit der
mit dem Glykogenhaushalt zusammenhängen in der Muskelfaser. Das kann mit dem Erholungszustand zusammenhängen. Das kann mit dem Mindset zusammenhängen. An manchen Tagen fühlst du dich einfach unbesiegbar und du pumpst diese Wiederholung mit einem Kraftgefühl raus. Da denkst du, oh, wären noch zwei drin gewesen. Meistens mache ich dann auch die zwei. Und an manchen Tagen, okay, ist bei 10 Schluss. Also das eigene Gefühl ist halt eine andere Wahrnehmung, als wenn es jemand von außen beobachtet. Lass uns noch mal 11 Jahre nach vorne schauen. Was möchtest du deinem 11 Jahre älteren Ich heute schon mit auf den Weg geben? Also erst einmal hoffe ich natürlich, dass ich die nächsten 11 Jahre noch erleben werde. Man weiß es ja nie, wie das Leben so spielt. Ich gehe mal davon aus. Aber ich stelle mich ja auf immer, weißt du, Natural Bodybuilding ist ja auch eine Bewusstseinsbildung. Und das Bewusstsein jetzt eben auch durch Lotte, dass das Leben endlich ist und durch meine Mutter das Alter. Wir dürfen ja nicht davon ausgehen, dass wir ewig leben. Und das ist alles hypothetisch. Wie alt werden wir? Wir wissen es ja nicht. Aber auf deine Frage zurückzukommen, natürlich, ich hoffe, dass ich das erlebe. Und wenn dem so ist, dann würde ich, wenn ich 70 bin, dann würde ich zu mir selbst sagen, pass auf, Behrend, überpace nicht, schätz deine Kräfte realistisch ein, genieß das Leben weiterhin, das Training, die Familie, den Natural Bodybuilding Lifestyle, arbeite ruhig auch noch hart, aber achte auf deine Kräfte, denn eine Überlastung bringt ja niemandem was, weder mir noch den Mitmenschen, mit denen ich zusammen lebe oder wo ich was aufbauen möchte. Also das ist einfach so eine realistische Einschätzung der Lebenssituation, wie viel Zeit bleibt eventuell noch und das, was ich dann noch mache. Nimmst du da eine Veränderung wahr durch die Lebenserfahrung, dass es dir immer besser gelingt, auch diese Mitte zu finden? Ich finde, es ist ja manchmal im Voraus schwer einzuschätzen, wo ist denn diese Balance? Ja, geht vielleicht diverse Verpflichtungen ein. Das ist zumindest etwas, was mir in der Vergangenheit schon mal passiert ist, dass ich dann gedacht habe, ja, kriege ich alles hin? Und als ich dann in dieser Verpflichtung drin war, habe ich gemerkt, oh, das war jetzt aber zu viel. Mhm. Das nächste Mal mache ich da ein bisschen weniger. Das kenne ich auch. Ja, ich glaube, dass alle, die kreativ tätig sind, die was gestalten in ihrem Leben, die was aufbauen. Also aus meiner Sicht haben alle schon mal erlebt, dass eine Idee gut war, aber das an der Umsetzung dann gescheitert ist, weil es halt nicht bis zuletzt durchgedacht war, wie setze ich das eigentlich um. Und diese Ideen hatte ich auch schon, die sind dann gescheitert. Das ist aber nachvollziehbar und denke ich auch in Anführungsstrichen ganz normal. Das Thema Natural Bodybuilding, wie popularisiere ich das noch? Was mache ich? Wie mache ich es? Hat ja unglaublich viele Aspekte, zum Beispiel neben der GmbF oder neben Büchern oder YouTube, die ich in meinem Kopf habe. Alleine 2, 3 richtig große Ideen sind da. Aber die Frage ist, wie wird es umgesetzt? Nicht? Und da muss man halt immer gucken. Natürlich ist es Gold wert, wenn du Leute hast, die dich dann unterstützen. Du kriegst ja eine große Idee nie alleine umgesetzt. Gut, ich habe meine Bücher alleine geschrieben. Das war nun mal so, also mehr oder weniger. Und das war ja der Anfang. Aber wenn es zum Beispiel darum geht, einen Verein aufzubauen oder eine Akademie aufzubauen oder ein großes Filmprojekt zu machen, solche Geschichten, dann brauchst du halt die Leute, die dich dabei unterstützen. Und das muss halt sehr gut durchdacht sein und auch in der Planung durchdacht sein. Ich habe ja so eine These, dass jeder Mensch irgendwie was Merkwürdiges hat. Wer jetzt diesen Podcast länger hört, ich habe am Anfang immer so Fun Facts aus meinem Leben, die vielleicht ein bisschen merkwürdig sind. Oder inwiefern bist du merkwürdig, Behrend? Das Wort merkwürdig, überlegen wir, was heißt es? Also merkwürdig, was, das, was wir uns merken möchten oder skurrile Eigenschaften? Was ist das? Also, ja. Das ist ein guter Punkt. Ich hätte jetzt fast auf das Skurrile abgezielt, aber lass uns gerne auch möglicherweise beides mit reinnehmen. Also wenn ich sage, Breitstein, was ist an dir merkwürdig, dann ist es sicherlich die Tatsache, dass ich von frühester Jugend an immer meinen eigenen Weg gegangen bin. Ich habe mich nie abbringen lassen, auch wenn ich Rückschläge hatte. Ich bin immer all in gegangen. Und davon bereue ich auch keine Sekunde, mit allen Höhen und Tiefen. Denn das, was heute ist, wäre nie zustande gekommen, wenn ich nicht all in gegangen wäre. Da bin ich ganz sicher. Also ich hatte keinen doppelten Boden. Und dazu gehört eben auch wirklich der Glaube an sich selbst. Weder eine Selbstüberschätzung noch ein zu geringes Selbstbewusstsein. Du musst einfach wissen, wer du bist. Und ich habe gesagt, ich bin Natural Bodybuilding. Und dieser Lifestyle, der hat mir so viel Freude gemacht und immer, natürlich macht's immer noch, dass ich gemerkt habe, da ist etwas, was den anderen Menschen auch gut tut, wenn man das weiterbringt.
Und deswegen habe ich mich mit aller Kraft selber ins Training gestürzt, weil ich einfach so, ich sag mal, klasse fand, zu trainieren und nachher auch auf der Bühne zu stehen und meine Bücher zu schreiben und Sponsoring-Verträge zu bekommen und ach, was da alles zugehört. Also das ist schon merkwürdig, würde ich mal sagen. Skurril, muss ich tatsächlich ein bisschen drüber nachdenken. Also ich bin jetzt zum Beispiel kein Mensch, der sich nach Zahlen richtet oder irgendwelche Tracks macht. Ich hatte mal ein Erlebnis, da war ich mit einer Athletin essen, die hat ein Coaching gebucht bei mir und wir waren im Steakhaus, werde ich nie vergessen. Und da hast du ja eigentlich eine gute Auswahl an Lebensmitteln, die du essen kannst als Natural Bodybuilder. Sie sagte zu mir ganz, ganz klar, du, ich finde hier nichts auf der Speisekarte, was in meinen Ernährungsplan passt. Und dann hat sie sich ihren eigenen Proteinriegel ausgepackt. Also so skurril bin ich jetzt nicht. Also ich sag mal, mir fällt Skurrilitäten an mir. Naja gut, vielleicht eine fällt mir ein. Wenn ich morgens meine Haferflockenwaffeln mache, dann habe ich die Angewohnheit, das mit der Waage zu machen. Und es sind immer 7 Esslöffel Haferflocken. Und meistens mache ich nach dem 7. Esslöffel noch so einen ganz kleinen 7 1/8 Esslöffel. Warum auch immer, vielleicht weil ich da optimal abgesichert sein möchte mit Nährstoffen, keine Ahnung. Aber ich wiege die 76 Gramm Haferflocken ab. Also 7 Esslöffel, 1 Esslöffel circa 10 Gramm. Und diese 6 Gramm, ich meine, das ist irgendwie psychisch, das ist vielleicht skurril, ja. Ich habe auch Dinge, die ich abmesse und ich gebe dann auch manchmal noch so ein bisschen ein on top. Kann ich auf jeden Fall mich anschließen. Ist jetzt natürlich eine generalisierte Frage, aber wenn du eine These hörst oder einen Vorschlag, im ersten Moment, würdest du sagen, du bist eher dafür oder dagegen? Also ganz klar dafür. Ganz klar dafür. Wenn jemand eine Idee hat, die mir gut vorkommt, sage ich, klar, warum nicht? Versuchen wir mal umzusetzen. Ja, und dann geht's halt los mit der Umsetzung. Aber grundsätzlich dafür. Woran erkenne ich heute noch das Kind in dir? Oh, gute Frage. Also da würde ich jetzt mal so antworten. Ja, als ich heute Morgen gelaufen bin und ich muss sagen, es hat geregnet in Strömen und ich habe es einfach genossen. Ich habe den Regen genossen, ich habe die Luft genossen. Dieses Gefühl, was du als Kind hast, wenn du rausgehst in die Natur, den Sauerstoff atmest und dieses Gefühl, diese Freude an der Natur, das habe ich mir tatsächlich immer noch bewahrt. Vielleicht sagen andere Leute, oh, wie kannst du bei dem Wetter laufen? Du wirst ja klitschnass. Da sag ich, ja, gerade das ist doch mal eine schöne sinnliche Erfahrung, die du auch als Kind gemacht hast. Du bist ja auch vor, wann war das, vor 2 Jahren aus der Großstadt, aus Hamburg rausgezogen aufs Land. Würdest du das nochmal so machen und was hat sich dadurch für dich verändert? Also ich würde es definitiv nochmal so machen, weil es ist jetzt 3 Jahre her, seitdem wir Hamburg verlassen haben und dann habe ich ja hier das Haus gebaut oder bauen lassen in einem Dorf in Niedersachsen und ich war damals 56 Jahre alt. Natürlich stand das Thema Nachwuchs im Raum. Da habe ich mir auch überlegt, was für Mensch bin ich eigentlich? Ich habe mich in Hamburg im Prinzip wohlgefühlt. Ich bin da groß geworden, aufgewachsen, bin zur Schule, habe meine Lehre dort gemacht, mein Abi dort gemacht, mein Studium dort gemacht und das dann bis zum 56. Lebensjahr. Aber ich war immer schon sehr naturverbunden. Hamburg ist eine schöne Stadt mit sehr viel Grün und bietet ganz tolle Möglichkeiten. Aber ehrlich gesagt, und das ist vielleicht auch ein bisschen skurril, gingen mir die vielen Menschen nachher auf den Keks. Also ich hatte keine Lust mehr auf die vielen Menschen. Und habe ich gesagt, nee, du änderst jetzt was. Und das war dann eben mit Familienplanung. Und dann habe ich gesagt, mach jetzt Nägel mit Köpfen. Jetzt wird das Leben umgestellt und wir bauen uns zusammen eine Existenz auf dem Land auf und ich bereue keine Sekunde. Das kommt natürlich auch daraus begründet, weil 5 Minuten von hier ist ein toller Kraftraum vom hiesigen Sportverein. Wir haben hier 2 Supermärkte. Wir haben hier ein sehr schönes Dorf, ist nicht groß, hat 3.500 Einwohner. Wir wohnen hier schön draußen im Grün. Wir sind ungestört, haben unsere Ruhe. Also wenn du jetzt draußen bist, auf der Terrasse, hörst du halt nichts. Ne? In Hamburg hörst du immer Autos meist, also wenn du da entsprechend wohnst. Oder du hast Leute, als ich in Hamburg noch gewohnt habe, ich eigentlich in einer ganz schönen Gegend gewohnt, aber da hast du halt auch mal morgens am Samstag alkoholisierte Leute auf der Straße schreien hören, denkst du, oh, muss das jetzt sein? Weißt du, was ich meine? Also das hast du halt auf dem Land alles nicht. Und das ist halt, ja, für mich genau die richtige Art und Weise zu leben. Wenn du dein Leben Revue passieren lässt, was war eine der wichtigsten Enttäuschungen, die du bisher erlebt hast? Ja,
Natürlich habe ich auch meine Enttäuschungen im privaten Bereich, gescheiterte Beziehungen. Im beruflichen Bereich hatte ich auch meine, ja, doch durchaus einschneidenden Erlebnisse. Aber vielleicht, ich weiß nicht, ob ich es als Enttäuschung, vielleicht ist es eine Enttäuschung. Nach meinem Studium der Ökotrophologie, Ernährung und Haushaltswissenschaften, habe ich mir gefragt, wie es weitergeht. Und dann habe ich überlegt, Mensch, eigentlich würde es ja gut passen, wenn du diesem Studium noch ein weiteres Studium anschließt, und zwar das der Medizin. Und über mein Numerus Clausus, null Chance, hatte ich keine Chance angenommen zu werden. Aber tatsächlich habe ich mich beworben für Medizin, und da ich Ökotrophologie mit sehr gut abgeschnitten habe als Gesamtnote und auch die Wartezeit hatte durch meine Ausbildung damals im Reformhaus und dann das Studium, habe ich einen Studienplatz bekommen für Medizin in Hamburg. Und dann habe ich aber gesehen, dass ich nicht mehr so arbeiten konnte, damit ich meinen Lebensunterhalt finanzieren konnte. Da waren dann auch Vorlesungen abends, und abends habe ich halt als Trainer gearbeitet. Und dann habe ich gesagt, Mensch, schade, eigentlich, nee, kannst du nicht umsetzen. Was machst du denn jetzt? Und das war schon eine Enttäuschung, weil ich es gerne gemacht hätte. Also die Kombi Ernährungswissenschaft und Mediziner wäre schon top gewesen, aber bitte nicht falsch verstehen. So wie es jetzt gekommen ist, alles super. Dann habe ich halt angefangen, mich wieder auf mein Bodybuilding zu konzentrieren, hart zu trainieren, alles auch in der Doku beschrieben, auch mit Archivmaterial aus dem Bodytop damals im Keller, im Powerkeller. Das ist nicht mit Schickimicki irgendwelche Studios, wo sie Porsche-Schüssel auf den Tisch legen und sie auf dicken Macker markieren. Entschuldigung, ist einfach mal wichtig zu sagen, Mensch, worauf kommt es denn an, wenn du im Gym bist? Da kommt es auf Eisen und Schweiß drauf an und nicht auf mehr Schein als Sein. So. Und dann habe ich mich halt darauf konzentriert, und dann habe ich gesagt, okay, du kannst schreiben, du kannst reden, schreib deine Bücher, versuch ein Buch zu schreiben, und dann ist das halt alles so entstanden. Und dann hat sich das alles so entwickelt, sowohl als Athlet, als auch als Autor oder als Gründer der GmbF. Deswegen war das zwar schon eine Enttäuschung, dass ich das Medizinstudium nicht umsetzen konnte, aber ich bereue jetzt überhaupt nichts, und ich bin ja auch glücklich darüber, das, was ich bisher geschafft habe und wie ich leben konnte und immer noch leben kann. Du hattest eben deine Zeit im Studium erwähnt. Wenn wir noch ein bisschen zurückgehen, deine Kindheit, erinnerst du dich noch, wie du die Sommer deiner Kindheit verbracht hast? Die Sommerferien. Da sind wir mit der Familie, Vater, Mutter, Bruder und ich, mit dem Wohnwagen nach Frankreich gefahren, nach Spanien gefahren, hatten tolle Familienurlaube. Ich habe die schulfreie Zeit genossen. Ich bin immer sehr ungern zur Schule gegangen und fand das einfach klasse, mal nicht zu machen, mal zu faulenzen. Das waren so die Highlights immer in den großen Sommerferien. Aber grundsätzlich war es natürlich so, dass ich in meiner Kindheit noch ganz andere Spielmöglichkeiten hatte, als sie heute existieren. Also wir haben damals auch in Hamburg gelebt, meine Eltern und mein Bruder und ich. Und wir hatten halt vor der Tür Grünfläche. Wir hatten das sogenannte Tal. Das Tal war ein abschüssiges Areal mit Bäumen. Und da haben wir uns dann Pfeil und Bogen gebastelt und haben uns Baumhäuser sozusagen zurechtgeschustert und haben einfach draußen gespielt. Wir haben auch Fußball auf der Wiese bis zur Erschöpfung gespielt. Also da saßen wir nicht drin, weil es es einfach nicht gab. Da hast du keine Playstation gehabt oder irgendwelche Internetablenkung. Wir haben draußen aktiv gespielt. Und das war toll. Wann hast du das letzte Mal was zum ersten Mal gemacht? Das ist noch gar nicht so lange her. Und das war tatsächlich so auch wieder aufs Training gemünzt. Ich war vor einer Woche, war ich im Bodytop, meinem ursprünglichen Studio, und habe gedacht, wie trainierst du jetzt eigentlich? Weil das ist jetzt so aufgeteilt, dass unten hast du halt eine schöne Beinpresse und oben hast du, also in zwei Etagen, oben hast du einen Beinstrecker und einen Beincurler. Da habe ich gesagt, jetzt machst du was ganz anderes. Du kombinierst deine Übung einmal ganz anders. Du machst Bizeps und Beine. Und weil das halt so aufgeteilt war, dass unten die Beinpresse war, habe ich unten Schrägbankcurl kombiniert mit Beinpresse, bin dann nach oben gewandert und habe die anderen Kombinationen gemacht. Also Scott-Curl mit Beinstrecker, Beincurl mit Cable-Curls und so weiter. Das war also eine komplette Umstellung meines Trainings auf eine ganz andere Art und Weise. War jetzt der Anordnung der Geräte geschuldet, war aber gar nicht so schlecht. Wie bist du drauf gekommen, das umzustellen? Wie gesagt, ich bin tatsächlich an dem Morgen ins Gym gefahren und gedacht, Mensch, wenn du da immer hoch und runter laufen musst, nur um dein eigentliches Training so beizubehalten, ist das irgendwie blöd. Bleib doch mal unten erstmal im Kraftraum und dann gehst du nach oben. Das war wirklich so, das war also eine räumliche Ursache. Vielleicht ein schöner Impuls für die einen oder anderen, die jetzt zuhören, auch mal
Dinge anders auszuprobieren. Ja, wobei richtig gute Gyms, ne, die es richtig verstanden haben, worum es geht, die haben zum Beispiel die Beinecke als Beinecke. Da ist nichts auf mehreren Etagen verteilt. Beinbereich ist Beinbereich. Stimmt. Ja, und in nicht allen Gyms ist es so, gerade wer auf Reisen ist, der muss dann manchmal mit den Gegebenheiten leben, die es da gibt. Und kann man ja auch als Impuls nehmen. Ja, und man kann ja auch improvisieren. Der Trainingsreiz wird ja trotzdem gesetzt. Was lernst du gerade neu, was du vielleicht noch nicht so gut kannst? Tatsächlich den Umgang mit Social Media. Also als Beispiel, ich habe mich mal zu einem Kommentar hinreißen lassen bei der Weltmeisterschaft von einem Athleten, der sich halt sehr gut empfunden hat und ich habe ihn halt als nicht gut empfunden und dann habe ich halt was dazu geschrieben, vielleicht ein bisschen zu deutlich. Du kannst dir gar nicht glauben, was ich da für einen Shitstorm geerntet habe, nur weil ich mal meine Meinung geäußert habe, so wie ich das gesehen habe. Der hat auch eine riesige Fanbase, der Athlet. Dann ging das aber los, so bis in die tiefsten Unsachlichkeiten, persönliche Beleidigungen. Die haben anscheinend nur darauf gewartet, dass sie mal eine Breitseite abfeuern können. Wenn man da zart beseitet ist, kann einen das mitnehmen. Ich habe mich nur ein bisschen geärgert, ehrlich gesagt, aber habe gesagt, die Hunde bellen, die Karawane zieht weiter, hat mal ein Kunde von mir gesagt, ein Unternehmer. Also es war echt extrem. Du musst so aufpassen, was du auf Social Media sagst, wie du dich äußerst, was du machst, das ist eine. Und das zweite ist eben auch diese ganze Produktion jetzt auch für den Lifetime-Channel, das Uploading der Videos. Ich habe ja zum Glück ein gutes Team, die mir da auch helfen, aber die haben mir das mal gezeigt jetzt. Wir haben ja gerade letztes Wochenende eine neue Produktion gehabt. Dann saßen wir hier bei mir zu Hause, die haben mir genau gezeigt, wie du die Beiträge hochlädst, speicherst und so weiter. Das lerne ich gerade noch. Also Social Media ist sowieso das Schlüsselwort heutzutage und da hänge ich halt hinterher, aber das lerne ich gerade. Das heißt, wir können uns da auch noch weitere interessante Videos freuen. Definitiv. Wir haben jetzt abgedreht am letzten Wochenende einen beispielhaften Tagesablauf von mir, also The Daily Schedule of a Lifetime Natural Bodybuilder. Und wir haben auch den Kanal Trailer gedreht. Und dieser Kanal wird, wie gesagt, in unregelmäßigen Abständen mit neuem Content gefüllt. Es ist ein Hobby von mir, es ist eine Passion. Aber ich kann mich da einfach nicht zu sehr unter Druck setzen, dem Algorithmus von YouTube zu folgen, weil ich halt zu viele andere Dinge, speziell die GmbF, auf dem Zettel habe. Aber dieser Channel ist mir wichtig, weil der bleibt ja. Alles, was du dort rein postest, bleibt ja im Internet. Das ist ja ein anderes Medium. Ich meine, das habe ich mir auch sagen lassen, hat er aber recht gehabt, was er mir gesagt hat. Im Vergleich zu Instagram. Instagram machst du Beiträge, 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 Beiträge und die rutschen irgendwann runter. Aber auf YouTube bist du halt immer präsent mit deinen Beiträgen. Und zum Beispiel die Doku, die jetzt veröffentlicht worden über mich, die ist ja da. Die wird ja ständig weiter angeklickt. Die rutscht ja nicht irgendwo runter. Wenn du dich entscheiden müsstest zwischen Gesundheit und sportlicher Leistung, was ist dir wichtiger? Naja, 100%. Ganz klar, ohne eine Sekunde zu zweifeln, die Gesundheit. Was ist Gesundheit? Definition der WHO. Physisches, psychisches und soziales Wohlbefinden. Wenn man nur eins davon nicht hat, leidet ja das ganze Leben. Und deswegen ganz klar Gesundheit. Gesundheit immer an erster Stelle, um noch ein weiteres Zitat zu bringen. Arthur Schopenhauer sagte einmal, Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts, ist sicherlich auch bekannt. Also ganz, ganz klar, Gesundheit ist das höchste Gut im Leben. War das auch mal anders bei dir? Gab es auch Phasen, wo du eher auf Leistung gegangen bist? Nein, war es nicht. Ich bin immer gerne auch wirklich auf Leistung gegangen und habe auch wirklich extrem hart trainiert und extrem Diät gehalten. Aber immer unter dem Aspekt, niemals zu Dopingmitteln zu greifen, die ja diese Belastungsgrenze weiter nach hinten schieben, die auch zu psychischen Problemen führen können. Das war es mir immer nicht wert. Also ich war immer Natural Bodybuilder, immer hart trainiert. Manche haben gesagt, oh Gott, übernimm dich nicht. Aber bevor man sich übernimmt, muss schon einiges passieren. Also der Körper ist schon extrem belastbar und auch der Geist. Natürlich brauchst du auch die Fähigkeit dazu, dich anzustrengen. Du brauchst die Fähigkeit dazu, dich zu belasten, den Willen, den Mindset. Gibt ja auch Menschen, die sagen, oh Gott, bloß nicht anstrengen. Ich bin ein Hedonist, ich will nur essen und schlafen und genießen. Nein, nein, also das ist ja nun gar nicht meins. Ich bin schon eher so der Asket und eigentlich lebe ich sehr spartanisch. Ich brauche nicht viel, ganz ehrlich. Ich habe ja jetzt hier ein schönes Haus und so. Aber wenn du mir eine kleine Hütte hinstellst,
kann ich genauso glücklich werden wie im schönen Haus. Da bin ich fest von überzeugt, weil das habe ich in meinem Leben immer gehabt. Also ich hatte Situationen, da hatte ich nichts. Da hatte ich nur eine kleine Wohnung, aber sonst gar nichts. Ich wusste nicht, wie ich mein nächstes Essen bezahlen sollte. Habe mein Auto verkauft, damit ich wieder Geld in der Kasse hatte. Also dieses spartanische Mindset habe ich heute tatsächlich immer noch. Wenn du zurückschaust, welcher Person deiner Vergangenheit würdest du jetzt gern ein Denkmal errichten? Es sind drei Personen. Einmal sind es meine Eltern. Meinen Eltern bin ich extrem dankbar für das, was sie für mich getan haben und was meine Mutter immer noch für mich tut. Mein Vater ist ja leider vor 10 Jahren verstorben, aber meine Mutter führt heute mit 82 Jahren immer noch das GmbF-Sekretariat. Und meine Eltern haben mir halt auch viel, viel, viel mitgegeben auf meinem Lebensweg. Und das hat mir, die haben wirklich, wenn man das mal salopp sagen darf, einen tollen Job gemacht, haben mich wirklich gut ins Leben reingeführt und das möchte ich mit Lotte auch. Und dann gab es noch einen Menschen, den ich an dieser Stelle erwähnen möchte, und das ist mein ehemaliger Professor für Soziologie und Personalwesen. Der Mensch hat mich extrem beeindruckt und hat mir auch wichtige, ich sag mal, Lebensweisheiten mit auf den Weg gegeben. Die eine davon ist, als es mir mal schlecht ging, haben wir mal persönlich geredet. Wir hatten eh einen sehr persönlichen Kontakt im Studium. Ich habe ihn beispielsweise auch zu Hause besucht mit seiner Familie. Wir haben zusammen Kaffee getrunken, was ja eigentlich ungewöhnlich ist zwischen Student und Professor. Und natürlich habe ich auch mal privat mit ihm geredet dann. Und es war damals, eine Beziehung ging zu Ende, mir ging es gar nicht gut. Und sagte er zu mir, Breitenstein, schauen Sie nicht nur auf das, was Sie nicht haben, sondern sehen Sie auch das, was Sie haben. Und dann habe ich mir das wieder mal in den Kopf gerufen, was ich habe. Und da ging es mir viel besser. Und das war die eine Weisheit. Und die zweite Weisheit war, Scheitern gehört zu den wichtigen Lebenserfahrungen. Und das ist auch so. Wenn man wirklich mal gescheitert ist und wie der Professor das ausgedrückt hat, einmal durch dieses schwarze Loch gegangen ist, wo man das Gefühl hat, nichts geht mehr, wie soll ich da wieder rauskommen? Und es dann schafft, sich wieder rauszuziehen, dann ist man gerüstet für das, was kommt. Dann hat man diese innere Stärke entwickelt und rutscht eben nicht ab in irgendwelche Drogen, Alkohol oder andere selbstzerstörerischen Verhaltensweisen. Und dann schafft es aus eigener Kraft, sich wieder rauszuziehen. Also einmal, das waren so die beiden Weisheiten, die er mir mit auf den Weg gegeben hat und die ich mir auch doch regelmäßig wieder in meinen Kopf zurückrufe. Ja, das ist fast schon ein wunderschönes Schlusswort, Bären. Ich merke immer, wenn ich mit dir rede, die Zeit vergeht wie im Fluge. Ist vielleicht ein schöner Anknüpfungspunkt für alle, die jetzt zuhören. Auch da nochmal, wenn das eine oder andere mit dir resoniert hat, schau dir die Doku an, da gibt's noch mehr Inspiration. Mich hat sie auf jeden Fall sehr inspiriert. Ich bin auch sehr dankbar, dass ich da mitmachen durfte. Ich danke dir. Vielen Dank, Marc. Gibt's noch irgendwas, was ich nicht gefragt habe, was ich noch hätte ansprechen sollen? Und ich fand unser Gespräch außerordentlich positiv wie immer. Wir haben, glaube ich, jetzt 3 Podcasts gemacht oder waren es schon 4? Ich glaube, es waren schon 4. Ja. Und hier fand ich es eben jetzt mal gut, dass wir auch mal über die Philosophie mehr gesprochen haben, über das Leben allgemein, über diese Einstellung, über diese Wahrnehmung, über Ziele und Rückblicke und das, was kommt. Gefiel mir auch sehr, sehr gut. Ich danke dir, dass ich auch mal diese Gedanken äußern kann, auch in der Öffentlichkeit äußern kann und dass du das vor allen Dingen auch verbreitest auf deinem Channel, weil, ganz ehrlich, Trainingsvideos, Ernährungsvideos gibt es so viele bei YouTube, aber wirklich mal, dass ein Mensch über seine Empfindung sprechen kann. Was ist ihm wichtig? Woher kommt er? Wohin möchte er? Das ist ja sehr viel wert. Und das finde ich, sollte man auch mehr machen, auch mit anderen Persönlichkeiten, die was aufgebaut haben und auch im Bodybuilding-Bereich. Jetzt nicht immer sagen, der hat mich kaputt trainiert und der macht 1000 Kilo in der Beinpresse und dies und das. Ja, ist ja alles schön und gut. Aber was steckt eigentlich hinter dem Menschen? Was ist das eigentlich? Wie fühlt der? Ist natürlich auch die Frage, ist er bereit, ehrlich zu antworten? Kann er diese Introspektion überhaupt vornehmen? Ist er mit sich selber auch klar, dass er weiß, warum er so handelt? Und das kann ich mal so von mir annehmen. Ob es so ist, weiß ich nicht. Aber annehmen, dass ich mir schon bewusst bin, woher ich komme, wer ich bin und was ich noch möchte. Und deswegen danke ich dir, dass du das auch mal die Möglichkeit gegeben hast, das mal kundzutun. Ich habe zu danken. Zuletzt habe ich noch eine Frage an dich, Berend. Wenn du eine Nachricht auf den Smartphones da drauf aufpoppen lassen könntest, versteht er? Train hard, train natural.
Und hier nochmal der Werbepartner. Diese Folge wurde dir präsentiert von Athletic Greens. Athletic Greens ist das grüne Pulver, mit dem ich morgens in den Tag starte und das Ganze schon seit 7 Jahren. Ich empfehle nicht allzu viele Nahrungsergänzungsmittel, aber das hier ist eins, was zu meinen Basisempfehlungen gehört. Enthält 75 Vitamine, Mineralstoffe, viele sekundäre Pflanzenstoffe und andere gesunde Substanzen. Präbiotika, Adaptogene und so weiter, was das Immunsystem stärkt, was gut ist für die Regeneration, für den Energiehaushalt und natürlich eine gesunde Darmflora. Als Fitness mit Marc-Hörer bekommst du hier ein ganz spezielles Startangebot. Als Neukunde bekommst du zu deiner ersten Lieferung 5 Travel Packs, einen Jahresvorrat an Vitamin D mit Vitamin K2 und noch ein Willkommenspaket mit einer schicken Keramikdose und einem Shaker. Und das Ganze bekommst du, wenn du auf fmmag.de gehst. Die Adresse ist fmmag.de, fmm wie Fitness mit Marc, ag wie athleticgreens.de, also fmmag.de. Schau einfach mal rein. Falls du diese Folge hörst und noch nicht abonniert hast über Apple Podcasts, Spotify oder andere Plattformen, dann solltest du das schleunigst ändern. Denn die beste Möglichkeit, dran zu bleiben, ist, wenn du dir diesen Podcast kostenlos auf dein Phone oder dein Lieblingsgerät liefern lässt. Du kannst ganz einfach abonnieren, indem du auf Apple Podcast gehst und dort nach Fitness mit Marc suchst. Oder du gehst auf www.marathonfitness.de/podcast und klickst dort auf Abonnieren. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann kannst du auch was zurückgeben. Geh auf Apple Podcasts oder auf Spotify, gib mir deine 5-Sterne-Bewertung und schreib was Nettes. Ich lese das und ich werde dir ewig dankbar sein. Versprochen. Der Punkt ist der, mit deiner Bewertung hilfst du, dass dieser Podcast leichter gefunden wird von Menschen, denen diese Infos auch helfen könnten, um ihren Körper zu verbessern, um nackt gut auszusehen. Also, kennst du jemanden, dem dieser Podcast helfen würde? Denn das beste Kompliment, das du mir machen kannst, ist eine Weiterempfehlung.